Der Baum ist ein immer wiederkehrendes Motiv in meinem fotografischen Schaffen, vom Anfang bis heute. Der Baum ist ein Ursymbol und daher bedeutsames Thema in der Malerei, Dichtung und Musik, ganz besonders auch beim jüngeren Medium Fotografie. Mit 20 Jahren, das war 1963, suchte ich das Wirkungsfeld meines Urgroßvaters August Kotsch in Loschwitz bei Dresden auf, wo er vor 100 Jahren nach dem nassen Kollodiumverfahren Naturstudien machte, die heute als Inkunabeln der deutschen Fotografie gelten. Ich stand vor einem Buchenwald, der mich nicht zuletzt durch diesen familiären Hintergrund sehr beeindruckte. Ich beobachtete und kam immer wieder, um Aufnahmen zu machen im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter. Es waren Schlüsselerlebnisse meiner Baumfotografie. Etwa 10 Jahre später richtete sich meine Landschaftsfotografie auf die Weite der Küstenlandschaft der Insel Rügen. Bäume im Nebel, solitäre Bäume als Zeichen in der Landschaft oder Bauernwald an den Uferzonen reizten mich als Motiv im bevorzugten Panoramaformat. Eine Zäsur meiner Sehweise und bildnerischen Umsetzung von Bäumen bedeutete das erste Erlebnis auf der Insel Film im Jahr 1994. Es offenbarten sich mit dem Naturwald uralter Eichen und Buchen Bäume als Gleichnis zum Menschen. Und 1997 vollzog sich auf der Insel Film meine Hinwendung zu linsenloser Fotografie. Nicht mehr die Fixierung eines Augenblicks steht im Mittelpunkt, vielmehr die mit Lochfotografie verbundene Dauer der Belichtung. In der Naturschau mit der Camera Obscura wird der Prozess von Werden und Vergehen in Bildern sichtbar gemacht. Seit einigen Jahren installiere ich Lichtkästen in der Natur und gehe das Wagnis ein, wie sich über Monate, manchmal ein Jahr lang, auf lichtempfindlichem Material Bilder ohne chemische Entwicklung selbst formen. Aus dem Verschmelzen
unzähliger Momente und dem Verlauf der Sonne entstehen ungesehene Welten. Das Resultat wird einer genauen Analyse unterzogen, digital ausgeformt zu Herografien, wie ich das Verfahren nenne. Oft sind es auch hier Bäume, die mich inspirieren zu pittoresken Bildern ohne Vergleich.